Kommen wir zu einem zusätzlichen Thema, was mit dem Hadith oder was mit dem Erläuterten zu tun hat. Und zwar, Imam Abu Hanifa war der Ansicht, dass nur der Fisch und die Wale erlaubt sind. Wir reden jetzt hier über Tiere, die im Meer leben oder die in den Seen leben. Imam Abu Hanifa, das ist die erste Meinung. Die erste Meinung ist, dass nur Fische und Wale erlaubt sind. Weil ihr wisst, im Meer, aus dem Meer gibt es noch viele andere Arten von Tieren, die darin leben. Dazu kommen wir, inshallah, auch gleich. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht ist die Ansicht von Imam Ahmed und die Rechtsschule von Imam Ahmed, die besagt, alle Tiere, die im Meer leben oder die in den Seen leben, sind erlaubt. Mit Ausnahme von drei Tieren. Erstens Al-Difda, der Frosch. Zweitens Al-Hayya, die Schlange. Und drittens Al-Timsah, der Krokodil. Er sagte, alle Tiere, die im Wasser leben, im Meer leben, sind erlaubt. Mit Ausnahme von diesen drei Arten von Tieren. Er sagte, was den Frosch und was die Schlange angeht, weil sie Tiere sind, vor denen man sich ekelt. Und was das Krokodil angeht, weil es Schneidezähne hat. Weil es Schneidezähne hat. Das ist die zweite Ansicht. Die dritte Ansicht, das ist die Ansicht von den zwei Imamen, Imam Malik und Al-Shafi'i, die besagt, dass alle Arten von Tieren, die im Meer leben, erlaubt sind. Ohne Ausnahme. Und sie nehmen als Beweis diesen Hadith, weil sie sagen, dieser Hadith ist allgemein und bezieht sich auf alle Arten von Tieren. Also ich wiederhole nochmal. Die erste Ansicht ist die Ansicht der Ahnaf, der Rechtsschule von Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Sie besagt, dass nur Fische und Wale erlaubt sind. Muscheln zum Beispiel, Garnelen oder was gibt es noch? Nennt mal einige Beispiele. Diese Sachen sind bei ihnen nicht erlaubt. Deswegen ein Hanafi, jemand, der der Rechtsschule von Imam Abu Hanifa angehört, er darf keine Garnelen essen. Er darf kein Schrimps essen. Er darf keine Krabben essen. Er darf keine Seeschnecken essen. Er darf keine, genau, und so weiter. Er darf keine Seehunde. Nein. Die zweite Ansicht ist die Ansicht von Imam Ahmed, der Rechtsschule der Hanabila. Sie besagt, alle Arten von Tieren sind erlaubt, mit Ausnahme von Fröschen, Schlangen und Krokodilen. Und die dritte Ansicht, das ist die Ansicht von Malik, von Imam Malik und der Shafi'i, die besagt, dass man alles essen darf. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Nein.